David, wie war der Flug? Der Flug, muss ich sagen, war eigentlich sehr gut. Wir hatten halt nur eine Stunde und war eigentlich sehr gut auszuhalten. Okay, Dorian, wie war der Flug? Ja, einfach, war eingeschlafen, aufgewacht, schon war ich da. Oh, nicht schlecht. Was gibt's jetzt? Bisschen Spielzeug. Was passiert hier jetzt? Ich hole jetzt gerade die Zimmerschlüssel, check die ganzen Athleten erstmal auf dem Zimmer ein, damit die dann schon mal sich entspannt aufs Zimmer legen können, bevor wir dann nachher die Anmeldung der Athleten machen mit Musikabgabe und Wiegen, Messen und so weiter. Okay. Wann geht's mit der Anmeldung los? Oh. Planmäßig 15 Uhr, eventuell können wir auch ein bisschen früher anfangen. Okay. Und sonst passiert heute nicht mehr viel, ne? Nö. Heute ist für viele noch mal eine Schicht Farbe dran dann, aber ansonsten haben die Athleten heute noch mal ein bisschen Leerlauf. Ja. Gibt es ja vor Ort irgendeinen Training-Service? Es soll laut der Facebook-Seite von der Veranstaltung was geben, allerdings keine Ahnung, wie die das machen, ob das jetzt mit dem Tanning-Service vom ProTan vergleichbar ist, habe ich jetzt keinen Überblick. Okay. Also ich denke mal, man ist auf der sicheren Seite, wenn man sich vorbereitet hat und was Eigenes dabei hat. Okay. So, hier haben wir die Anni Meier. Hallo. Hallo. So, wir sind jetzt hier Freitagmittag angekommen in Warschau im Hotel. Jetzt erzähl mal, wie war der Hinflug heute, die Anreise? Es war schon anstrengend, weil wir sehr früh aufstehen mussten und dann der Weg zum Flughafen, dann das Warten, dann immer diese Zwischenstationen unter mehr oder weniger extremen Bedingungen reisen, ist schon ein anderes Level, aber wir wissen ja, wofür wir das machen. Okay, jetzt ist glaube ich um 15 Uhr Anmeldung, ne? Ja, 15 Uhr ist Anmeldung und dann geht es quasi ans Eingemachte, dann, ab dann läuft die Uhr. Ja, wie war jetzt die Zeit zwischen der Deutschen und jetzt der WM für dich? Es war schwer, alles die Form zu halten? Ja, es wird von Wettkampf zu Wettkampf schwieriger, weil es dauert dann einfach sehr lange und man freut sich, sich zu qualifizieren, aber es ist schon, es wird nicht einfacher. Ja. Wie siehst du insgesamt jetzt die Saison? Wie war das Teilnehmerfeld speziell in deiner Klasse? Das Teilnehmerfeld ist stark. Es ist wirklich stark und ich freue mich, zu den auch Starken zu gehören, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier. Aber international ist nochmal ein ganz anderes Level und schauen wir mal, wo ich mich da platzieren werde. Okay, dann wünsche ich dir heute erstmal noch viel Spaß. Wir hören uns morgen wieder. Ne? Dankeschön. Ja, Thomas, grüße dich. Schön, dass du angekommen bist. Der Adi und ich waren ja gestern schon hier und haben so ein bisschen schon mal die Räumlichkeiten gescheckt. Wir schauen uns jetzt einfach mal alles hier in Ruhe an, damit du weißt, wie es hier weitergeht mit uns. Hier siehst du die Registration, also hier kriegen die Athleten ihre Hotelzimmervergabe. Und gleich um die Ecke, links weiter, fangen wir um 15 Uhr das Check-in ein. Aber wir gehen jetzt mal eben zur Halle hoch. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit der Bühnenaufbau fortgeschritten ist. So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Halle, Thomas. Hier wird dann morgen auch der Einlass sein für die Athleten. Und wir hoffen, dass wir morgen pünktlich um 9.30 Uhr anfangen mit der Veranstaltung. Da hinten siehst du schon von weitem, da werden also die Bräunungskabinen morgen. ProTan ist also morgen vor Ort, ProTan Polen, und baut schon mal die Bräunungskabinen auf. Hier geht es dann zum Eingang, hier bauen jetzt die ersten Sponsoren, Gerätefirma, Nutrition-Firma und so weiter. Bauen ihre Stände schon mal auf hier morgen, denn du weißt ja, ohne Sponsoren ist unser Sport nicht möglich, wie vielen anderen Sportarten auch. Sonst könnte man so eine WM also unmöglich organisieren mit diesem Aufwand. Gehen wir jetzt mal in die Halle, Thomas. So.
Also ist auf 1000 Stühle bestuhlt jetzt und wir können ja hier mal zur Bühne gehen. Die Bühne, wie gesagt, ist jetzt gerade noch im Aufbau. Die Bühne wird dann auf 1 Meter hoch gebaut, in der Breite auf 15 Meter und 8 Meter tief. Das ist immer ganz wichtig, dass wir wirklich große Teilnehmerfelder, wie morgen die Miss Shape zum Beispiel mit über 30 Athletinnen oder die Athletikklassen mit über 30 Teilnehmern, dass wir die also wirklich alle auf die Bühne drauf bekommen. Über der Bühne werden dann die Traversen hochgezogen. Du siehst hier vorne das Lichtequipment. Wird dran befestigt, alles ausgeleuchtet dann perfekt. Aber das machen wir alles noch im Haufe des Nachmittags, abends. Machen nochmal einen Lichtcheck. Und das Optimale ist wirklich hier, du hast das Hotel, hast hier gesehen, 1 Kilometer vom Flughafen weg, vom internationalen Flughafen, ist immer ganz wichtig. Und du hast die Halle direkt am Hotel angeschlossen. Das heißt, für die Athleten ganz kurze Wege, können sich zum Teil in den Zimmern schon fertig machen, vorbereiten, bevor sie dann in den Backstage-Bereich kommen. Sind schon leicht vorgebräunt dann. So, Thomas, und hier ist dann der reine Backstage-Bereich, wo wir die Athleten aufstellen und wo die Bühnenorgel die dann morgen zur Bühne bringt. Musst du auch haben, wir haben morgen, ich schätze mal, 270, 280 Athleten am Start. Und alleine für den Einmarsch der Nation brauchen wir also wirklich schon viel Platz, um die uns hier parat zu stellen, damit wir morgen pünktlich um 18 Uhr anfangen. Also werden die Nationen einzeln? Ja, ja. Alphabetische Reihenfolge, genau. Und dann, auch so, genau, ja, ja. Das ist alles vorbereitet, das haben wir alles unten schon fertig gemacht. Ne? Ja. Und wie gesagt, die Bühnenbauer sind jetzt noch fleißig dabei und das wird also bestimmt noch so 4-5 Stunden dauern, bevor die so weit sind. Und so, neben mir sitzt jetzt Kevin Brucher. Hallo. Hi Thomas. Ja, du bist ja süddeutscher Meister geworden und genau. Hast dich damit qualifiziert zur Deutschen und bist da Vize-deutscher Meister geworden bei genau. Den Junioren. Ne? Genau. Okay. Ja, jetzt sind wir hier in Polen, in Warschau. Wie ja, endlich jetzt angekommen. Ja, mir geht's super. Ist ein tolles Gefühl, hier in Polen zu sein. Ja, so eine WM hat natürlich auch immer ein wahnsinniges, bringt so ein Flair mit sich im Hotel, die ganzen Bodybuilder laufen rum. Das ist ja auch ganz toll, weil das Hotel irgendwie anscheinend nur aus Bodybuildern besteht, das Wochenende, ja. So kommt es mir vor. Und bin natürlich sehr froh, dass ich mitgenommen wurde als Zweitplatzierter, weil das eigentlich auch schon immer mein Traum war, auf eine WM zu fahren. Und ja, das wird jetzt dieses Wochenende wahr. Ja, jetzt klappt das endlich mal. Ja, wie war für dich die Deutsche? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, die Deutsche war eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung, also wie immer in Cuxhaven eigentlich. Also ich war 2013 ja schon mal in Cuxhaven. Und auch da war es eine schöne Veranstaltung. Leider war es für mich ein bisschen problematisch, weil ich ein bisschen mit den Magen Probleme hatte. Deswegen konnte ich den ganzen Umfang der Veranstaltung nicht so genießen. Die Form habe ich trotzdem bringen können. Also war nochmal eine bessere Form als auf der Süddeutschen meiner Meinung nach. Und ja, deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Okay. Hast du dich jetzt genauso vorbereitet wie in den letzten Jahren zuvor oder hast du irgendwas anders gemacht? Also ich habe natürlich immer noch meinen Trainer, den Klaus Tschech. Den ich an der Stelle auch mal dankend erwähnen möchte. Kannst du gerne in die Kamera, ja, oder? An dieser Stelle auch mal dankend erwähnen möchte. Die Dankesreden kommen aber später noch. Okay. Und ja, er bereitet mich immer sehr individuell vor, also sehr professionell. Und je nachdem, wie mein Körper eben auch reagiert, bereitet er mich dann eben vor und weiß immer jede Situation abzuschätzen, wie mein Körper jetzt wieder reagiert. Ich meine, jede Vorbereitung ist eigentlich anders bei mir. Ja. Es gibt so keinen genauen Schlüssel, der passt. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass ich da Hilfe habe und würde ich auch alleine nicht schaffen. Ja, ich denke mal, es ist auch enorm wichtig, jemanden mit Erfahrung zu haben. War jetzt die Vorbereitung sehr schwer für dich? Oder was war am schwierigsten? Also es war jetzt insgesamt schon meine dritte Vorbereitung und ich muss ehrlich sagen, es ist mir jetzt dieses Mal überraschend leicht gefallen. Mhm. Gut, Disziplin setzt natürlich immer voraus, aber das ist bei mir eigentlich wie so ein Schalter im Kopf, den es umlegt. Wenn es heißt, ich mache Wettkampf, dann mache ich Wettkampf. Das heißt, dann wird halt 4 Monate lang nur immer dasselbe gegessen nach Plan und dann eben nur die Makros abgestimmt und Diät gehalten. Vom ja, kardiotechnischen her und von der Anstrengung war es auch nicht so wild dieses Mal. Da ich auf dem Bau arbeite, habe ich eh immer sehr viel Bewegung und kann das dann relativ gut über die Ernährung machen. Ah, okay. Also ist mir relativ leicht gefallen, die Vorbereitung. Okay, wunderbar. Ja, jetzt geht's gleich los. Um 14 Uhr ist, glaube ich, Team-Meeting, ne, für ein Teamfoto. Genau. Ab 15 Uhr die Einschreibung. Und
wir hören morgen nochmal voneinander, aber du darfst an dieser Stelle jetzt nochmal ein paar Leuten Dankeschön sagen. Ja, genau, das ist mir ein großes Anliegen. Wollte eben meinem Trainer Klaus vielen, vielen Dank sagen, dass er immer für mich da ist, egal was ist, also oder egal auch was ich verbock, dass er immer da für mich ist und es wieder ausbügelt. Jetzt auch momentan noch auf dem Weg nach Warschau ist mit dem Auto, mich in Berlin abgesetzt hat am Flughafen und jetzt extra nochmal hinterherfährt mit Equipment zum Kochen und alles Mögliche, um eben dann auch beim Wettkampf bei mir sein zu können und dann eben auch den Wettkampf mit mir bestreiten zu können. Und wollte mich nochmal herzlich dafür bedanken bei dir, Klaus, und auch mal allen sagen, wie toll der Klaus immer für mich da ist und dass es alleine nicht möglich wäre, so auszusehen. Dann natürlich bei meiner Mutter, die auch extra aus München hierher geflogen ist, jetzt momentan wahrscheinlich auf Sightseeing ist in Warschau und sich dann morgen auch mit ihrem Freund, also mit Tom, den Wettkampf anschaut. Und ja, genau, Sarah wollte ich auch nochmal ein großes Dankeschön sagen, die auch die ganze Vorbereitung für mich da war, wenn ich doch mal schlecht drauf war und alles ein bisschen niedergeschlagen. Meine Freundin Nicole, die jetzt mittlerweile seit, glaube ich, 10 Wochen lang auf mich verzichten muss und mir auch viel Freiraum bietet, um eben so die Wettkampfsaison gestalten zu können, damit ich viel Freiheit habe und da auch meine ganze Energie reinstecken kann und sie nicht nörgelt und gar nichts und mich auch immer unterstützt. Auch nochmal großes Dankeschön an dich. Ja, und das war es auch im Großen und Ganzen eigentlich schon. Okay. Das waren die wichtigsten. Ja, es ist wichtig, solche Menschen zu haben, ne? Auf jeden Fall. Und ja, schauen wir mal, was noch kommt. Viel Glück für morgen. Ne? Ja, danke. Gib alles. Okay, super. Dann bis dann. Bis dann, tschüss. Alle gehen auf die Bühne und dann wird abends beim Finale, wenn die Top 6 genannt sind. Okay. Die anderen dürfen Poster anmachen. Das heißt, man weiß ganz knapp, wie die Poster sind. Ja gut, man ist ja erst, wenn man erst um 16 Uhr oder so nicht dran bin, dann ist das, macht das keinen Unterschied für mich so. Also ich sage mal, um 15 Uhr dran, glaube ich, jetzt sind 3 Stunden noch länger. Es kann aber auch sein, dass du schon, wie du schon sagst, ja, klar. Ja, ich muss auch schon dran bist. Ne? Also das kommt immer darauf an, wie die Klassen wirklich schon. Ja, ich denke, es hat 12, vielleicht mal. Hi. Ja. Hi. Alles gut? Hi. Hi. Gut, und sonst? Also Elke sagt das auch. 12 Haselnüsse. Das ist ein super Tipp für euch, die da draußen sind. Kauft euch eine Packung Toffifee. Da sind genau 12 Stück drin. Ihr lutscht die Schokolade ab, dann kommt ihr direkt an die Haselnüsse ran. Ist das ein guter Tipp?